los geht's. Hi zusammen, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir fahren jetzt einkaufen. Wir fahren in den Supermarkt, da nehme ich euch mit. Das interessiert euch immer. Wir brauchen noch Lebensmittel für unsere Freunde, die jetzt bald anreisen. Das Haus ist fast komplett fertig. Das heißt, es gibt gleich nochmal eine kleine Haustour von dem fertigen Haus. Ihr habt die ganzen Schlafräume noch gar nicht gesehen. Wir müssen noch Bettwäsche kaufen. Aber als allererstes fahren wir jetzt mal eben schnell frühstücken. Das Wichtigste. Das Wichtigste. So kann man gut in den Tag starten. So. Und heute wird das Video auf jeden Fall auch länger. Ups, die Sonne scheint. Ich weiß noch nicht, ob ich Pancakes nehme, mal was Süßes. Oder Avocado-Toast. Das ist auch mal richtig lecker da. Auf jeden Fall nehme ich Karamell-Latte. Wir haben wieder so ein Glück. Hier sind nur so wenige Parkplätze und direkt vor uns wird fährt da raus. Ich wollte eigentlich sitzen. Irgendwie habe ich komisch geparkt. Okay. Egal. Der Hunger. Vielleicht quetscht sich ja noch jemand rein. Ja, das Gefühl habe ich jetzt auch. Kaffee? Guten Morgen. Kaffee. Ja. Ist immer so schön hier. Weiß ich noch nicht. Wir haben hier unseren Stammplatz. Normalerweise hat man hier noch immer Spiele auf dem Tisch liegen. Das habe ich gerade rübergetragen. Am Morgen wollen wir keine Karten spielen. Immer so eine kleine Übersicht von der Karte. Ich nehme das hier. Avocado-Toast mit Hot und Dies. War lecker. Lass dich schmecken. Du hast sogar ein Herz bekommen. Ja, du nicht. Will ich nicht. So, wir sind jetzt fertig mit Frühstück und sind hier im Homa. Das ist ein Einrichtungshaus. Hier haben wir euch schon öfters mitgenommen. Wir brauchen noch die Bettwäsche für die Gäste. Und die finden wir jetzt hoffentlich hier. Ich nehme jetzt einmal einen Raumduft mit, den stelle ich ins neue Haus, damit es schön riecht. Ich habe mich für einen blumigen Duft entschieden, passt perfekt zu Madeira mit Jasmin. Also ich möchte nichts mit Muster, deswegen, wartet, diese hier, die ist schön, es ist so ein beige-grau und die hat nur so ein paar, wie nennt man das, Applikationen. Ich glaube, die ist ganz schön. Oh, die gefällt mir von der Farbe noch besser, es ist ein helles Beige. Ja. Beige. Aber hier steht Bettlaken. Hier steht Bettlaken auf Deutsch. Das ist das Bettlaken, das ist das Kopfkissen. Nein. Das sind die Kopfkissen. Also doch nicht, ist keine Bettwäsche, das ist Bettlaken. Dann nehmen wir jetzt zwei Stück mit. Das ist für die Matratze. Haben die noch 90er? Ja, 90er habe ich schon gekauft. Ich wollte nochmal die Gläser mitnehmen von uns. Welche waren das nochmal? Da waren viele Hunde und so. Können wir trotzdem nehmen. So, haben wir den kleinen Einkauf auch erledigt. Bettwäsche ist immer noch nicht am Start. Schwierig. Ja, das ist einfach, weil die eine andere Bettdeckenmaße haben. Hier sind auch die Betten alle 10 cm kürzer. Anstatt 2 Meter haben die hier 1,90. Ach genau, jetzt fahren wir in den Supermarkt und füllen schon mal für Leona, für Leonas Freundin und die Mama den Kühlschrank. Wir müssen für uns auch noch ein bisschen einkaufen. Fürs Wochenende. Frisches, ein paar Süßigkeiten und so. Und schon wieder haben wir Glück. Glück. Wieder wird uns ein Parkplatz freigemacht. Schaffst du das? Ganz schön eng. Lass mich mal aussteigen, Schatz. Eigentlich war das Parkdeck komplett voll. Und hier in diesem Kaufhaus ist, glaube ich, der beste Supermarkt, wenn man deutsche Produkte will. Weil die haben eine Kühltheke nur mit deutschen Produkten. Da kriegt ihr Leberwurst, Leberkäse, Fleischsalat, so gefüllte Antipastis und sowas alles. Aber die Familie ernährt sich vegan und die Kinder sind, glaube ich, vegetarisch. Deswegen müssen wir heute ein bisschen anders einkaufen. Hafermilch, vegan Joghurt und so, sowas kriegt man hier auch toll. Boah, ist richtig voll heute. Es ist extrem voll, ich kann nicht so viel filmen. Gerade voll süß. Ja. Kommt eine Frau zu mir. Bom dia, Isabel, YouTube, Brasil. Doch, eine portugiesische Zuschauerin. Voll süß. Okay. Die war voll glücklich. So, ich habe jetzt Früchte. Ich habe schon mal, das müssen wir ein bisschen unter uns aufteilen. Ja? Ja. Ich habe hier veganen Joghurt gefunden. Leona hat sich noch Drachenfrucht gewünscht. Okay. Ich hole dann noch mal ein paar Maracujas und Drachenfrucht. Und am Anfang ist Orangensaft. Kannst du den auch mitbringen? Ja. Den veganen Käse habe ich auch hier gefunden. Olivenöl. Und
Glasflaschen. Dann haben wir auch noch vegetarische Würstchen. Ketchup ist im Angebot, nehmen wir auch mal mit. Das hier ist übrigens auch ganz bekannter Fisch, der wird im Salz eingelegt. Das hier ist die deutsche Kühltheke. Und hier kriege ich auch meine ganzen Sachen. Ah, hier ist auch Tofu. Hier kriegt ihr auch Veggie Beef und sowas. Hier ist der Fleischsalat. Ich muss ja echt sagen, dass es eine Herausforderung für mich ist, vegan einzukaufen. Aber ich gebe mein Bestes. Wir kaufen auch noch für uns ein, weil unser Kühlschrank auch ein bisschen leerer ist. Es wird sich Schokomüsli gewünscht. Ohne Rosinen. Ich habe hier noch Hafermilch gefunden und Reis. Ich nehme jetzt nochmal zweimal Hafermilch mit. Brauchen wir noch Nudeln. Nudeln gehen immer bei Kindern, oder? Und ich habe hier gelernt, alles in Plastik zu kaufen. Ich weiß, es ist nicht so cool, aber hier kommen öfters mal Käfer rein in der Küche, wenn die nicht komplett verschweißt sind, die Nudeln. Deswegen einfach solche Nudeln. Wir sind fertig mit Einkaufen. Der Wagen ist voll. Wir haben 210 Euro bezahlt. Und Alex holt sich jetzt gerade ein kostenloses Parkticket. Anstrengend? Und los geht's. Auch einen Rücken kann entzücken. Schlechte Idee, hier zu sortieren, es ist zu warm. Ja, dann werden die Tüten vergessen, da würde ja nicht mal unnötig neue Tüten kaufen. Ja, jetzt haben wir hier die ganzen gekühlten Sachen und es ist einfach zu heiß. Leute, es ist echt zu warm hier. Auf jeden Fall war das gerade richtig süß. Ich habe es Alex schon erzählt, dass mich eine ältere portugiesische Dame angesprochen hat, dass sie mich von YouTube kennt. Die war richtig süß, irgendwie so voll lieb, so... Isabo, YouTuber. Das war voll süß. Ich kann auch nicht so viel Portugiesisch. Ich habe mich nur bedankt und freut mich, dich kennenzulernen. So, wir sind am Haus. Schön sonnig. Schön sonnig, ja. Und wir gucken jetzt mal, ob das geklappt hat. Wir haben Minzöl vor die Tür gestellt, damit die Katzen da nicht mal hinpieseln. Und Wasserflaschen. Hast du auch Wasserflaschen hingestellt, Schatz? Ja, aber ich bringe gleich eine neue mit. Eine Kiste schon. Okay. Alle. Schauen wir mal, ob die Katzen da wieder hingepieselt haben. Jetzt hat die Katze hier hingepieselt. Nee. Wir müssen jetzt echt irgendwas überlegen, was wir machen. Mehr Wunderhaare. Ich bin immer noch für Heidis Wunderhaare. Ja, aber jetzt auch das gleich wieder wegmachen. Und vor der Tür? Ja, auch einmal. Ja. Wenigstens riecht es jetzt hier nach Minz. Aber ja, ein kleiner Fleck ist wieder da. Hartnäckige Straßenkatze. Okay, hier wird es langsam auch mit der Luftfeuchtigkeit besser. Oh, was hat Alex denn da gekauft? Für die Gäste? Ja. Als Empfangsgeschenk sozusagen. Ja. Süß. Ist ja schon süß, ne? So. Ich räume ein. Zuschlägt, ne, Easy? Ich räume ein. Ich fahre, ich nehme den Schlüssel mit und hau jetzt ab. Du holst Bettwäsche und ich räume ein, genau. Voll sauber hier, ne? Das hast du richtig gut geputzt. Richtig gut geputzt, Schatz. Ich muss jetzt unser Essen auch erstmal einräumen, damit das nicht schlecht wird, weil wir hier noch die Betten beziehen und ich zeige euch mal eine kleine Haustour. Das ist übrigens so typisch Madeira, hier selbstgemachte Bonbons und Eukalyptus ist das. Hier wächst ja ganz viel Eukalyptus. Und diese Kekse. Wird halt auch hier auf Madeira hergestellt und das typische Brot. Ja, Chef, ich werde mich um die Handtücher verteilen kümmern. Ich freue mich so, dass wir die beste Freundin aus Deutschland empfangen können von Leona. Sie ist auch so glücklich und hat sich tausendmal bedankt, dass wir voll die coolen Eltern sind, wir sowas ermöglichen können. Let's go, ich fange an mit dem veganen. Ich habe hier nochmal so eine vegane Wurst mitgenommen mit Gemüse und verteile das jetzt oben für die Gäste und uns räume ich hier in die Seite. Creme fraiche, goldene Creme habe ich erstmal für uns nochmal mitgenommen. Babybell, Wurstsalat. Oh, mein Handy
Ich habe nochmal vegan Joghurt mitgenommen. Erstmal, dass sie die ersten Tage hier sich schön vollschlemmern können. Fleischsalat für die kleine Mayas. Ich habe noch auch so Veggie Nuggets mitgenommen. Für Alex musste Kefir mit. Da hat er sich sehr, sehr drüber gefreut. Solange das Regal noch nicht lackiert ist, stell ich noch einen kleinen Duftraum rein. Raumduft so. Ich weiß nicht, ich finde das immer schön, wenn es gut riecht, wenn man ins Haus reinkommt. Und hier ist ja noch genug Platz. Ich habe jetzt mal meine Schuhe ausgezogen, weil ich einfach mal fühlen möchte, wie sich dieser Boden anfühlt, wenn wir hier barfuß laufen. Wir laufen die meiste Zeit barfuß zu Hause und ich wollte jetzt mal schauen, ob es kalt ist, wie so eine Fliese, oder sich eher wie Holz anfühlt, weil das ist PVC. Das ist halt super robust und ist auch gut für Mietshäuser, damit das nicht so schnell abrockt. Bei echtem Holz musst du viel schleifen. Deswegen finden wir so einen unkomplizierten Boden eigentlich richtig toll. Ich habe jetzt gerade den Kühlschrank gefüllt. Das wollen wir auch gerne machen, wenn wir ein Ferienhaus haben, dass wir einfach anbieten, dass wir den Kühlschrank füllen. Ich finde es einfach richtig schönes Extra, wenn man weiß, man kommt in den Urlaub und man muss erstmal nicht einkaufen gehen. Ich kann euch mal kurz einen Einblick zeigen. Also das hier unten ist alles unser Zeug. Hier ist Mandelmilch, ein paar Säfte, Ketchup. Nicht alles ist komplett vegan, aber die Tochter ist vegetarisch, deswegen kann sie auch noch ein paar andere Sachen essen. Marmelade, ja, ganz viel Obst und Gemüse. Ich glaube, das ist am wichtigsten. Jetzt muss ich noch hier das Salz und den Pfeffer einfüllen. Ich glaube, das hatte ich hier oben reingestellt. Hier passt auch das Öl rein, sehr gut. Dann haben wir hier den Kaffee und Tee habe ich auch noch mitgebracht. Einfach weißen Tee und Limette Honig. Hier oben ist so ein bisschen Vorratsschrank an Müsli, Brot, Tomatensoße, Nudeln, nein, das ist noch Veggie, Würstchen und Süßi. Und hier stehen noch Putzsachen, genauso wie hier unten. Ich muss einmal aufs Handy umsteigen. Ich hoffe, das geht trotzdem. Hier oben ist jetzt soweit alles fertig. Ich finde, es auch sieht richtig gut aus mit diesen zwei Barhockern. Man könnte auch drei hinstellen, aber ich glaube, das wirkt dann einfach zu voll und zu gedrückt, weil hier auch noch der Esstisch in die Mitte kommt. Ich gehe jetzt mal runter. Ich liebe einfach diesen Anblick, wenn man die Fenster aufmacht und aufs Meer guckt. Hier ist so viel Meer, so viel Blau, so schön. So, hier ist noch ein Toilettenständer, den muss ich mitnehmen. Hier haben wir jetzt einen Mülleimer vorbereitet, was man halt alles so braucht. Diese pinke Wand kommt ja noch weg, Leute, ihr wisst es. Da kommt Marmor hin, Marmorfliese mit einem Unterschrank für Handtücher. Und hier haben wir Handseife und ich finde das so süß. Das hat Alex vorbereitet, der hat einfach mal noch Zahnbürsten hier hingelegt, falls jemand die vergessen hat. Und Desinfektionsspray. Moritz Zimmer ist aktuell noch leer, hier ist nichts. Aber da unsere Gäste mit Kindern kommen, haben wir zwei Schlafzimmer vorbereitet. Hier stehen so Bettklappen, die müssen wir noch jetzt beziehen. Hier schlafen dann Leona und ihre Freundin. Die Schränke hat Alex gestern alle einmal durchgeputzt. Deswegen sind die noch offen wahrscheinlich zum Trocknen. Toilette Nummer uno. So, Toilettenhalter ist einfach super wichtig. Sieht doch ganz süß aus. Da steht Seife. Hallo. Und hier ist das andere Bad mit der ersten Dusche. Auch hier Handseife. Hier werde ich gleich noch die Handtücher einräumen. Und das ist ja quasi das Hauptschlafzimmer. Hier haben wir unser altes Gästebett aufgebaut. Kennt ihr noch diesen Hocker? Den hatten wir in Berlin stehen an unserem Bett. Da machen wir noch eine Lampe drauf. Und die Bettwäsche muss ich jetzt beziehen für alle. Dann haben wir einmal die Handtücher alle durchgewaschen, die wir gekauft haben. Die verteile ich jetzt. 1,60 Meter. Und der Raum hat noch richtig viel Platz zum Drumherumlaufen. Ich gehe mal auf Weitwinkel, ich glaube, so sieht man das viel besser. Jetzt kann man sich auch ungefähr vorstellen, wie das aussieht, wenn die Hochbetten von den Mädels drin stehen. Die teilen sich ja dieses Zimmer. Hier ist noch richtig viel Platz zum Spielen. Und hier ist das Hauptbadezimmer. Hier fehlt noch ein Toilettenhalter. Besonders praktisch hier finde ich diesen Handtuchhalter direkt an der Dusche. Und Alex hat Shampoo eingeräumt und gekauft. Alex ist ein richtiger Schatz. Duschgel und Haarshampoo und sogar Haarkur. Ist auch am Start. Fühlt sich so ein bisschen an, als ob man ein Ferienhaus herrichtet. Ich könnte auch noch Badetücher aufs Bett legen. Einfach noch ein paar Handtücher hier lassen. Pfeffer und Salz ist jetzt auch am Start. Kommt zum Öl. Alex hat jetzt auch
das Bettzeug mitgebracht. Schlicht weiß, ein bisschen rosa ist auch dazwischen. Hauptsache frisch gewaschen. Bett ist fertig bezogen. Ich glaube, man sieht, dass die Bettwäsche etwas zu klein für die Decke ist. Deswegen stülpt die sich hier so. Aber es ist, glaube ich, kein Problem. Oh Gott, mir ist so warm. Jetzt kommen noch die Betten der Kinder dran. Diese wunderbaren Klappbetten bereite ich jetzt vor. Perfekt. Hier könnte man später locker ein 1,80 Meter breites Bett reinstellen, weil die sind 90. Dann hat man immer noch richtig viel Platz, vor allen Dingen auch zum Reingehen. Man hat noch Platz für Tische mit Lampen, da sind auch überall schon die Anschlüsse. Voll hübsch, süß. Vor allen Dingen dann, wenn man hier doch die Gitter aufmacht. Schöne Aussicht nach draußen. Hier schläft dann die Mama und drüben die Mädels. Letztes Bett, was bezogen werden muss. Dann haben wir es geschafft. Ich kümmere mich jetzt noch um die Gläser. Die wasche ich mal eben schnell mit der Hand ab, weil da muss ich die Spülmaschine nicht extra anschmeißen. Oh, Alex hat die Musikbox mitgenommen. Machen wir gleich mal ein bisschen Musik an. Unten ist alles fertig. Die Klobürste muss noch runter in den Keller ins Badezimmer. Und Alex installiert hier irgendeinen Türstopper, damit die nicht immer gegen die Wand schlägt. Von dem Hahn draußen, nicht dem Wasserhahn. Nicht vom Wasserhahn, von den Hahn draußen. Dass ich das voll cool finde, dass man auch so Stadtleben so ein bisschen Land-Vibes hat, dadurch, dass der Hahn hier immer kräht. Ich glaube auch nicht. Die setzen ja auf alle keinen Hahn. Stimmt, wenn es so nerven würde, ne? Das sind ja die Autos. Das ist voll das natürliche Geräusch. Genial, sagt Alex zum Fahren. Voll, ich hoffe, die total Seite, weißt du? Okay. Ansonsten gehe ich rüber auf die Seite. Das Land wird schon. Unten die Betten sind fertig, Handtücher sind verteilt. Alles gut, alles fertig. Küche ist eingeräumt, dürfen gleich noch nicht unsere Sachen vergessen. Das haben wir jetzt erstmal so gelassen und unten liegt noch der Outdoor-Teppich. Wir hatten diesen Kissenbezug jetzt ausgetauscht aus dem Baumarkt. Das habe ich euch im vorletzten Video so gezeigt. Und der Garten bleibt erstmal so. Hier fehlen noch ganz viele Pflanzen. Dann wird das hier richtig schön für uns und gemütlich. Und der Hahn, der kräht da vorne irgendwo. Da sind auch Ziegen und so. So eine landwirtschaftliche Fläche. Und da hinten der Nachbar hat auch noch Hühner.